Hi Leute, ich bin's Ado von Ado X Performance und zwar wir haben hier heute wieder einen mit einer Rückfahrkamera. Ist momentan so ein riesiger Ansturm, haben wir bestimmt 3-4 Mal die Woche. Aber um das Ganze mal ein bisschen zu zeigen, haben wir hier einen normalen Grifftaster. Das ist der Taster für die Kofferraumentriegelung. Und so wie wir das Original von VW-Audi kennen, ist die Kamera integriert in dem Taster und sieht jetzt so aus. Das Ganze kommt hier rein, kommt mit. Das Ganze wird hier eingebaut. Und eine Ewigkeit später. Dann mache ich es einmal Klick. Zack. Und der Taster ist drin. Den können wir ganz normal wieder anschließen und halt die Video- und Stromversorgung und so weiter, die ganzen Leitungen, die werden dann anschließend nachher durchs gesamte Fahrzeug gelegt und angeschlossen. Ja, aber jetzt machen wir erstmal weiter und dann bis gleich. Also, jetzt sind wir fast fertig. Hier ist alles soweit durch. Das Kabel ist hier an der Seite durchgezogen. Die Verkleidung ist alles soweit fertig. Jetzt sind wir hier dabei, alles wieder zurückzubauen. Rücksitzbank ist auch schon drin. Und jetzt sind wir gerade dabei, das Kabel weiter nach vorne zu legen. Und dann können wir schon bald die ersten Tests machen. Es wird gerade die Low-Kamera verbaut. Die baue ich sehr, sehr gerne ein, weil die Low-Kamera hat einfach eine bessere Auflösung als die High-Kamera. Die High-Kamera hat noch ein extra Zusatzsteuergerät. Da werden die Linien oder ich sag mal so, die Fahrhilfslinien sind vorhanden und wenn das Lenkrad gedreht wird, dann fahren diese Linien mit. Ich finde aber persönlich, diese Kamera hat nicht so eine schöne Auflösung wie die Low-Kamera. Die Low-Kamera hat starre Linien, hat aber auch um Weiten ein besseres Bild. Und deswegen verbauen wir die. Vor allen Dingen der Preis ist okay. So eine Nachrüstung im Gesamtpaket kostet 500 Euro. Dauert 3-4 Stunden. Ist original von Audi die Kamera, bei dem 4G jetzt zum Beispiel. Ja, lohnt sich. Sieht geil aus. Glaub mir, das sieht geil aus. Richtig geil. Zeige ich euch später. Bis dann. Ja, so, wir sind in den letzten Zügen. Wir sind gerade dabei, die Leitungen alle anzuschließen. Dafür muss die MMI-Bedieneinheit, die kann drin bleiben, aber die Main Unit, die muss dafür raus. Wir müssen hinten an die Anschlüsse dran und ja, wir machen das jetzt erstmal fertig und dann sehen wir uns gleich mit dem Funktionstest. Hast du drauf gedrückt überhaupt? Echt jetzt? Die drehen schon? Was geht? Wir sind fertig, wir haben alles einprogrammiert und jetzt wollten wir mal gucken, ob das Ganze auch funktioniert. Kannst du mal ein bisschen mit der Kamera dann noch ein bisschen? Oh ja, genau so, noch ein bisschen. Aha. Auf jeden Fall haben wir ein Bild. Wir haben alles geschafft. Es sieht super aus. Im P, da schaltet er wieder ganz normal auf die Fläche. Das ist ja das zweite Video mit der Rückfahrkamera. Wir wollten einfach mal noch ein zweites machen und ein bisschen mehr vom Geschehen zeigen, weil ihr habt gefragt, ob auch Videos möglich sind von den einzelnen Schritten, ob wir irgendwie auch ein bisschen was dazu erzählen können. Dieses Mal habe ich es gemacht. Und ich hoffe, euch gefällt. Gestern haben wir einen Upgrade-Lader verbaut, einen bearbeiteten K04 in einen Längstmotor, in einen 2 Liter TFSI. Leider nicht geschafft, ein Video zu machen, aber freut euch auf das Video, wenn der Wagen am 21. zur Abstimmung kommt. Und dann wird der Wagen abgestimmt und dann wollen wir mal gucken, was der Lader so drückt, ne? Weil der muss so ein bisschen so. Alles klar.
Ich wünsche euch viel Spaß. Fleißig kommentieren, abonnieren. Und ich liebe euch. Und bis dann. Ciao.